Ja, ich weiß, der Titel vom heutigen Neuigkeiten-Video kann ein bisschen irreführend sein und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Denn in der letzten Folge habe ich euch erst diese Maschine vorgestellt, meine Traummaschine, ein Langbandschleifer für die Holzbearbeitung. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist das letzte Neuigkeiten-Video, da seht ihr auch, wie ich die Maschine hier reinbekommen habe. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, aber ich habe mal noch eine Maschine gekauft. Das ist die gute Maschine da hinten, denn das ist meine persönliche Traummaschine, wenn es um die Metallbearbeitung geht. Die werde ich dir gleich zeigen. Ich werde dir auch sagen, was er gekostet hat. Und genau, ich werde jetzt einmal mal zeigen, was ich letzte Woche gemacht habe und was ich diese Woche machen werde. In der letzten Woche habe ich noch angefangen, meine Tischkreissäge mal so ein bisschen dahin zu räumen, wo sie auch wirklich final stehen soll. Ihr seht auch, ich habe eine neue Absauganlage jetzt an meinem Setup hier verbaut. Damit sauge ich derzeit primär die Tischkreissäge ab. Zur Absauganlage will ich hier gar nicht so viele Worte verlieren. Darauf gehe ich auf meinem Werkzeugkanal ein. Also ich packe euch einen Link zu diesem Video in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann ganz viele Infos zu dieser Absauganlage. Und genau, ich habe die Hobelmaschine noch so platziert. In der letzten Woche hat die Hobelmaschine ja noch dort hinten an der Wand gestanden. War nicht so wirklich sinnvoll, denn ihr müsst halt immer so ein bisschen Länge mit einplanen, wenn ihr so eine Hobelmaschine irgendwo hinstellt. Und an der Wand wird das halt bedeuten, dass ich nichts mehr an die Wand stellen kann. Und genau, hier steht sie jetzt, mitten im Raum kann man sagen. Ich habe nach links und rechts wirklich genug Platz, um zu arbeiten. Normalerweise sind die Stücke maximal 2 Meter lang. Das kann ich hier jetzt ganz entspannt hobeln. Und genau, das kommt halt hier auch ganz praktisch gerade im Moment mit der Absauganlage. Weil da kann ich einfach den einen Schlauch derzeit so ein bisschen als Provisorium direkt auch an die Hobelmaschine anklemmen. Aber wie gesagt, auf lange Sicht wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Aber in dem Werkzeugcheck-Video gehe ich da auch ein bisschen drauf ein. Also wenn euch das interessiert, checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Also ich habe jetzt extra mal hier gerade diesen Bildausschnitt gewählt, damit ihr hinter mir so ein bisschen die Werkstatt seht. Denn ich habe ja vergangenes Video, habe ich eine Werkstatttour hochgeladen. Also für all die Leute, die das interessiert, schaut euch das unbedingt an. Da zeige ich euch die kompletten Räumlichkeiten hier von der Werkstatt. Und da habt ihr mal einen direkten Jetzt- und Vorher-Vergleich, wie es hier vorher ausgesehen hat. Denn ich kann es selbst schon gar nicht mehr glauben. Auf jeden Fall kommt diese Woche, Donnerstag, ein Video, wo ich euch dann zeige, wie ich die Werkstatt so ein bisschen ummodelliere. Da ist hier die Zwischenwand rausgekommen. Ich habe die Wände gestrichen. Also meine Freundin Julia, die hat dann die Stahlträger rot gestrichen. Das macht die komplette Optik hier drin so viel geiler. Also kommende Woche Donnerstag, also diese Woche Donnerstag, kommt das Video dazu. Kurz Werbung aus eigenem Interesse. Hier eine Info, der Schleifgriff ist wieder auf meinem Shop verfügbar. Mega, mega cooles Teil. Dazu gibt es auch einen Amazon-Link auf meiner Webseite dann. Ich verlinke euch das Teil in der Videobeschreibung, wie auch alles andere. Also der Schleifgriff, das Werkzeug für Drechsler schlechthin. Ihr könnt den Kopf hier auch abnehmen, dann könnt ihr mit dem Akkuschrauber punktuell noch besser schleifen. Aber einen Akkuschrauber braucht er in den meisten Fällen nicht. Und das Finish ist auch wieder online. Viele haben es bestellt. Aber hier eine Information nochmal. Der Finish ist jetzt online, sowohl auf meinem Shop, auch als auf Amazon. Den Link zu Amazon findet ihr dann immer auf meinem Shop. Für die Leute, die das interessiert. Mir ist gerade noch was spontan eingefallen. Hier seht ihr das Schleifpapier, was man natürlich braucht, wenn man schleifen möchte. Hier noch eine kleine Sache für Drechsler. Ich benutze hier diese Schleifpapier-Varianten mittlerweile schon relativ lange und mir ist aufgefallen, dass das so für mich persönlich das Optimum ist, wenn man drechselt. Denn wenn ihr speziell Schalen drechselt, habt ihr halt die passenden runden Schleifdisks für den Schleifgriff. Und ihr habt einfach von 80 bis 600 alle Körnungen. Ihr könnt von links nach rechts durchgehen. Ihr müsst euch nichts zuschneiden. Und ihr könnt dieses Schleifpapier natürlich, so mache ich es zumindest mal, auch so an ein Stück Längsholz halten, wenn ihr zum Beispiel den Schleifgriff jetzt nicht braucht. Also ihr braucht halt euch nicht mehr so viele Bögen zu kaufen, denn das habe ich früher auch gemacht. Zeige ich dir auch kurz. Zu dem Holz sage ich gleich was. Ich habe mir früher dann hier so einen Kasten gebaut mit allen Körnungen. Und da muss man sich immer ein Stück rausholen und es zuschneiden. Und ihr seht ja, wie oft ich es benutzt habe. Das Schleifpapier ist, glaube ich, 3 Jahre alt und es macht nicht so wirklich viel Spaß, das Ding zu benutzen. Ja, mit diesem runden Schleifdisk, finde ich, ist man viel, viel besser bedient. Also das benutze ich auch effektiv beim Drechseln. In den letzten News habe ich euch ja gefragt, was ihr euch für eine Maschine holen würdet oder was eure Traummaschine wäre, die ihr euch auf jeden Fall holen würdet, wenn ihr mehr Platz hättet oder die passenden Räumlichkeiten. Und viele, viele haben geschrieben, dass sie sich eine Formatkreissäge holen würden. Muss ich sagen, eventuell ist das eine Maschine, die auch noch irgendwann kommen wird. Aber derzeit bin ich noch ganz zufrieden mit meiner Rapid-Tischkreissäge. Und der liebe Jakob hat noch geschrieben, er wird sich eine große Industriedrehbank mit 4 Meter Länge holen. Also man sieht, viele, viele Maschinen sind schon, ich will nicht sagen gleich,
aber viele würden schon eine Formatkreissäge oder sich eine richtig fette Drehbank in die Werkstatt stellen. Gehöre ich auch, würde ich schon sagen, zum Teil auch dazu. Nur jetzt ist eine Formatkreissäge nicht so drin, sagen wir es mal so. Was mir aber zum Thema Formatkreissäge einfällt und was ich dazu sagen kann, ich habe früher immer gedacht, dass so eine Formatkreissäge mega, mega teuer ist, dass die dann direkt 3.000, 4.000, 5.000 Euro kostet. Aber da bin ich auf meinem Drittkanal eingegangen. Das war ein Livestream und da habe ich euch so ein paar Fragen gestellt und bin nämlich auch auf meine Tischkreissäge eingegangen. Hier meine Rapid-Tischkreissäge. Und ich habe mit euch zusammen in diesem Livestream einfach mal so ein bisschen nach Formatkreissägen geschaut und hey, die sind gar nicht so teuer. Die sind in manchen Fällen 200 Euro teurer als hier die Tischkreissäge. Die ist aber auch relativ teuer, wenn man die auf eBay Kleinanzeigen sucht. Was will ich euch sagen? Wenn ihr euch eine Formatkreissäge zulegen möchtet, schaut echt mal auf Kleinanzeigen, was auch 500 Kilometer weit weg ist. Tatsächlich sind Formatkreissägen nicht so mega teuer. Das wollte ich sagen. Punkt. Aber das seht ihr dann noch eher in dem Video, was ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das werde ich irgendwie Formatvideo oder Formatsägenvideo nennen. Auch habe ich euch ja in dem letzten Neuigkeiten-Video gefragt, da habe ich die Schreiner unter euch gefragt, die auch so eine Maschine haben, ob ihr das Band entspannt. Und ihr seht, ich habe das Band gespannt. Bedeutet, viele haben geschrieben, hey, wir entspannen das Band eigentlich nur, wenn wir ein anderes drauf machen. Und ansonsten ist das irgendwie 30 Jahre oder so schon gespannt da drauf. Von daher werde ich es jetzt auch nicht mehr entspannen. Sieht so auch ein bisschen schöner aus. Also vielen Dank für euer ganzes Feedback. Danke. Dann habe ich euch, also ich habe euch vieles gefragt in den letzten News. Dann habe ich euch noch gefragt, wie ihr so zu Bildern steht. Weil manche sagen ja so, hey, das ist eine komplette Filmwerkstatt. Das habe ich auf anderen Kanälen gesehen. Da wird gar nicht mehr richtig gearbeitet. Deswegen wollte ich mal so präventiv quasi die Frage euch schon stellen. Und viele haben geschrieben, hey, du verbringst in der Werkstatt so einen Großteil von deiner Lebenszeit, wenn man es wirklich mal runterbricht. Und da darf es auch schon schön aussehen. Von daher bleiben die Bilder auf jeden Fall hängen. Das war auch schon vorhin klar. Aber mich hat es einfach mal interessiert, ob es da Leute gibt, die halt schreiben, nee, ich finde, in der Werkstatt, da muss alles auf Produktivität ausgelegt sein. Aber da fällt mir noch gerade was ein. Ich habe mal bei einem Amerikaner gesehen, dass, also er hat halt von einer Werkstatt gesprochen. Das war eine Firma, die bauen Flügel, also wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Sachen bauen die. Und der hat auch gesagt, ey, die Werkstatt, die war wunderschön. Und der Werkstattleiter hat dazu nur gesagt, hey, wenn man Wunderschönes bauen möchte, braucht man einen Ort, an dem man Wunderschönes halt auch eben bauen kann. Und das war auch so ein bisschen die Motivation, warum ich die Werkzeugwand auch relativ schick gestalten habe. Sprich, ich habe die alten Halter leicht abgeschliffen, damit sie halt nicht dreckig sind. Das waren so kleine Punkte, die mir halt hier wichtig waren und die ich halt auch umgesetzt habe, weil ich das damals von diesem Amerikaner, ich weiß nicht mehr, was für ein Video es war, aber weil ich das dort halt eben auch aufgeschnappt habe. In der vergangenen Woche habe ich mir endlich mal ein bisschen, also eine Lösung für mein Plattenregal gemacht. Also ich habe mir ein Plattenlager gebaut. Das bedeutet, hier könnt ihr eure großen Platten lagern, ohne dass sie rund werden. Hier könnt ihr halt eben längeres Stangenmaterial reinlegen und hier könnt ihr halt einfach grundsätzlich, was nicht so ganz lang ist, auch ganz gut sortieren und aufräumen. Und das hat in meiner Werkstatt einiges das Ganze wieder aufgeräumt. Und dazu kann ich auch was Cooles sagen. Ich habe vor 5, 6 Jahren in meiner ersten Werkstatt, habe ich mir eigentlich genauso ein Ding schon mal gebaut, halt ein bisschen kleiner, weil ich eine kleinere Werkstatt hatte. Damals noch aus USB, super, super lange her. Ich habe es halt irgendwann rausgeschmissen, weil an diesen Orten der alten Werkstatt eine Maschine hingekommen ist. Aber ich will euch eigentlich nur sagen, hey, auch wenn ihr nicht so eine große Werkstatt habt, baut es vielleicht nur zweireihig und nicht so tief. Das ist eine mega coole Lösung, um Holz zu lagern. Also das ist das Projekt, was ich in der letzten Woche gebaut habe. Dann habe ich in der vergangenen Woche noch eine Holzschale gedrechselt mit einer bisschen ausgefalleneren Form. Die seht ihr dann auch bald hier auf dem Kanal, wie man das Ganze hergestellt hat. War tatsächlich nicht nur Drechseln, war halt auch ein bisschen Vorbearbeitung mit der Tischkreissäge und Schleifen, pipapo. Da eine grundsätzliche Frage. Ich sehe halt einfach an den Aufrufen, dass die Drechselvideos nicht so viele Aufrufe auf längere Sicht erzielen. Und es ist halt schon wichtig, dass halt die Videos schon Aufrufe erzielen. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich weniger Drechselvideos machen möchte. Ich habe mir einfach nur gedacht, dass das vielleicht so ein Zusatzvideo dann ist, was in der Woche kommen könnte. Sprich, angenommen dienstags kommen die Neuigkeiten und donnerstags kommt dann das Video, an dem ich halt 3, 4, 5 Tage gearbeitet habe, also ein aufwendigeres Projekt. Und dann als Plusprojekt, als Zusatzvideo, kommt dann so ein Drechselvideo. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen würdet. Wenn quasi so ein Drechselvideo für die Leute, die das halt cool finden, als Zusatzvideo in der Woche kommen würde und nicht halt als Hauptvideo.
Ist mal so eine Idee. Ich weiß nicht genau, wie ich es in Zukunft langfristig umsetzen werde, aber ich bin mal gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, ob einfach die Drechsel-Videos als Zusatzvideos kommen würden. Dann habe ich am Samstag, also es ist noch gar nicht so lange her, habe ich mal mit meiner Freundin samstags ein bisschen in der Werkstatt noch aufgeräumt und da haben wir bei der Gelegenheit auch noch das ganze Exotenholz, was ich noch hatte, mitgenommen. Es hat an einem anderen Ort gelagert, tatsächlich in einem alten Krankenwagen lag das Holz seit 5-6 Jahren jetzt. Das lagert jetzt hier. Ich hole es eigentlich für sehr, sehr spezielle Projekte, deswegen habe ich auch noch so viel. Also als ich es damals gekauft habe, war es in etwa doppelt so viel. Ich sage es auch immer ganz gerne, ich habe das Holz tatsächlich, ich glaube, man kann es gar nicht glauben, eigentlich geschenkt bekommen. Weil ich habe eine Drechselbank gekauft, bin halt gut klargekommen mit dem Verkäufer, sehr, sehr sympathischer Typ, also meine alte Riemen angesteuerte Drechselbank. Und er hat dann im Laufe des Gesprächs gesagt, ey, weißt du was, hol's mit, er braucht jetzt den Platz, das Zeug muss weg, weil sein Stiefvater verstorben ist und er muss das Ganze irgendwie übernehmen. Da hat er gesagt, hey, gib mal 50 Euro mehr und hol's mit. Bin ich extrem glücklich drüber und aus dem Grund werden aus diesem Meranti, Walnuss, Eiche, Mahagoni ist glaube ich auch dabei, da werden sehr, sehr spezielle Projekte draus gemacht und das lagert jetzt hier, haben wir mitgeholt und hier rechts, da seht ihr noch ein bisschen Luft, da werden die ganzen vorgedrechselten Schalen wahrscheinlich hinkommen, die sind jetzt noch nicht hier, vielleicht passiert das in dieser Woche noch, aber da ist halt das, also das hier ist im Grunde so ein bisschen mein Massivholzlager für zukünftige Projekte. Das Holz hier habe ich jetzt eigentlich primär genommen, nicht weil ich es jetzt direkt verarbeiten möchte, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, dass das Holz für speziellere Projekte ist, aber mein ganzes Holz liegt ja so ein bisschen verteilt an mehreren Orten und deswegen schaue ich hier, dass ich hier erst die passende Lagermöglichkeit habe, damit ich es auch direkt lagern kann, weil sonst habe ich es wieder fünfmal in den Händen. Und deswegen seht ihr auch hinter mir den Ausschnitt, denn von hier links bis hier rechts soll ein Schwerlastregal für Eichen und Buchen und was weiß ich Bohlen hinkommen. Deswegen eine kurze Frage, wie lagert ihr euer Holz, stehend oder liegend? Ich plane es bis jetzt halt noch eine liegende Lagermöglichkeit zu machen. Da werden dann die Bohlen bis unter die Decke in etwa liegen. Ich habe einen Hochhubwagen, da kann ich die dann auch rückenschonend dann rausholen. Das Ganze liegt auch vor einem Kaminrohr. Das ist nicht immer an. Das ist manchmal an, wenn halt die Pelletheizung startet. Aber so könnte sich es halt schon mal hier sehr, sehr gut akklimatisieren. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ist das Ganze eine gute Idee, das Ganze vor ein Ofenrohr zu legen? Das Ofenrohr wird nicht glühend heiß, es ist halt gut handwarm. Dann mal noch eine grundsätzliche Frage, und zwar kamen da auch ein paar Nachrichten unter dem letzten Neuigkeiten-Video. Und zwar wollte ich mal euch fragen, wie ihr zu River Epoxy-Projekten oder Epoxy-Projekten an sich steht. Ich finde sie persönlich mega, mega cool. Also wenn mir Leute aus dem Bekanntenkreis irgendwie mal Projekte zeigen, dann sind da oft auch schon solche Epoxy-Projekte dabei und die sagen halt, hey, mega cool. Und jetzt mal vorgreifend zu dem Thema, hey, der macht mir super viel Plastikmüll. Da gibt es auch schon 40% Bio-Epoxy, also das 40% vom Schluss-Epoxy-Teil, was da dann drin ist, ist dann halt nicht aus Rohöl gefertigt, sondern aus anderen Quellen biologisch hergestelltes Epoxy. Ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so mega, mega aus, aber verzeiht mal das dann. Aber wie ist denn eure Meinung? Wie findet ihr solche Epoxy-Projekte? Weil eventuell kommen dazu in Zukunft dann mehr Projekte, genau zu diesem Thema. Ich finde es cool. Wie findet ihr solche Projekte? Dann wollte ich euch dieses Regal noch kurz zeigen. Das haben wir in der vergangenen Woche auch mal noch gut aufgeräumt. Ich habe hier diese Schäfer-Stauraumkisten gekauft und da habe ich die benutzt zu Beginn, um mit meiner Werkstatt umzuziehen. Und jetzt haben wir langsam mal so das rausgenommen, was ich halt brauche zum Arbeiten. Und ich finde das System mega, mega cool, weil ich will in Zukunft auch echt ein bisschen ausgefallenere Projekte machen. Und da sind halt auch manche Kisten mit solchen Teilen drin. Benutze ich gar nicht, aber ich will es irgendwie in ein cooles Projekt mit einfließen lassen. Also ich finde die Lagerung mega cool, man hat eine gute Draufsicht, sieht ein bisschen überfüllt aus, aber auch aus genau diesem Grund ist dieses Regal nicht auf der Seite, das hier ist alles ein bisschen Lager, aber es sind halt jetzt die ganzen Sprühdosen bei Sprühdosen, die ganzen Beizen bei Beizen, ganz viel Handwerkzeug ist bei Handwerkzeug, alles schön unterteilt, cooles System, gefällt mir wirklich sehr gut, oben habe ich halt die ganzen Lacke mal noch reingestellt und die Motorsägen haben auch endlich mal einen richtig vernünftigen Platz. Nichtsdestotrotz seht ihr hier schon ein paar Kisten, die habe ich jetzt mal beiseite gestellt, weil ich aus denen so ein schönes Sideboard für die Werkstatt bauen möchte. Vielleicht für hinter den Drechselplatz auf Rollen mit einer Schublade vorne, damit keine Späne reinfliegen. Einfach um ein bisschen Werkzeug, was man immer benutzt, hinter sich ablegen zu können. Das sind so Schäferkisten, das ist die mittlere Größe, von denen ich die habe.
und die sollen dann auf Auszügen sein, dass man auch eine schöne Draufsicht hat. Wird, denke ich, auch ein cooles Projekt. Weiß noch nicht genau, wann ich damit anfangen werde. Auf jeden Fall möchte ich dafür Fichte Massivholz benutzen und dann dafür muss halt erst der Langbandschleifer laufen. Der wird hoffentlich diese Woche endlich mal angeklemmt. Aber das ist auch so ein Projekt, das muss ganz schnell über die Bühne gehen, damit da ein bisschen mehr Organisation reinkommt. Aber jetzt zeige ich euch endlich meine neue Traumaschine. Ich hole sie extra mal hierher, damit das Bild ein bisschen besser wird von der Belichtung her. Das ist meine Traumaschine, was die Metallbearbeitung angeht. Das ist eine Eisele Kaltkreissäge. Da habt ihr einfach hier oben einen Motor. Das Ganze läuft in Getriebe und dieses Blatt hier dreht sich dann langsam. Das dreht sich in diese Richtung. Da könnt ihr hier das Metall ganz schnell einspannen. Und ja, die habe ich auf Kleinanzeigen gefunden. Die wurde als Bastlermaschine verkauft. Ich habe 250 Euro bezahlt. Normalerweise kosten die zwischen 500 und 800 Euro, was man oft findet. Es ist eigentlich so meine Traum... Ich glaube, der Rahmen von dem Getriebe hat einen Bruch. Das wird aber nicht so schlimm sein. Das ist so meine persönliche Traummaschine, was Metallzuschnitt angeht, weil sie war super günstig. Ich gehe nicht davon aus, dass sie kaputt sein wird. Wir schließen sie diese Woche dann parallel mit dem Langbandschleifer an. Normalerweise geht so eine Maschine nicht kaputt. Und der Typ hat sich auch echt manierlich angehört am Telefon. Das war auch ein Techniker. Also ich gehe einfach mal davon aus, der ist nicht so der klassische Typ gewesen, der Leute über den Tisch zieht. Auf jeden Fall super coole Maschine. Ihr habt hier eine Ölkühlung. Zeige ich euch gleich. Ist jetzt ein bisschen schwergängig, weil sie noch nicht oft benutzt wurde. Jetzt hier in der Werkstatt. Ihr habt hier einen schönen Verfahrweg, mit dem ihr dann das Metall zuschneiden könnt. Ihr könnt auch Gärungsschnitte sehr einfach machen. Dafür muss man einfach hier die Spannelemente lösen. Und dann kann man nämlich die gesamte Maschine drehen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach und gut. Und was hier halt cool ist, und was mir in der Maschine halt sehr, sehr gut gefällt, ist einfach, dass hier eine Skala ist. Und die ist halt einfach wirklich extrem genau. Bedeutet, bei 0 Grad steht das Ding auch echt exakt auf 0 Grad und bei 75 Grad steht es halt wirklich exakt auf 75 Grad und die Umstellung funktioniert halt extrem schnell. Super feine Sache. Ich habe ja gerade schon die Ölkühlung angesprochen und das ist hier dieses Teil. Das sitzt dann unter der Kaltkreissäge. Da habt ihr hier eine kleine Pumpe und die pumpt halt eben das Öl mittels Schlauch oben direkt an das Blatt. Kann man halt die Dosierung einstellen. Das Öl läuft dann das Blatt runter und läuft hier wieder in das Auffangbehältnis rein. Hier ist eine kleine Spänewand, damit halt die Späne nicht in den Motor angezogen werden. Und das ist halt richtig cool. So könnt ihr halt schön mit guter Kühlung Metall schneiden. Und es funktioniert halt einfach sehr, sehr langfristig sehr gut. Coole Sache. Coole Sache. Eine Sache möchte ich direkt vorbeugen. Philipp, warum hast du ja keine Metallbandsäge gekauft? Weil die halt einfach im Verhältnis ein bisschen teurer waren. Und ich wollte halt auch eine haben, mit der ich halt problemlos wirklich auch dickes Material schneiden kann. Und die wären halt im Vergleich zu der ein bisschen teurer gewesen. Und es gab halt auch im Moment einfach nichts. Deswegen bin ich mit der super zufrieden. Ich habe nämlich auch an genau so einer Maschine schon extrem viel geschnitten. Da haben wir nämlich das Untergestell für meine ganz, ganz alte Tischkreissäge gebaut. Und da habe ich damit extrem viel geschnitten. Und so diese Blätter, die sind nicht so anfällig wie lang oder wie Bandsägeblätter. Das kann man noch dazu sagen. Also, das soll es auch eigentlich schon für die Neuigkeiten für heute gewesen sein. Eine Frage habe ich für euch nicht. Deswegen schreibt doch gerne mal eure Frage, die ich am Schluss von so einem Video nennen könnte, in die Kommentarfunktion. Ich bin extrem glücklich hier mit dieser neuen Kaltkreissäge. Das ist so eine Maschine. Denkt man nicht, dass die so schwer ist, aber die wiegt locker 350 Kilo. Als wir sie nämlich auf dem Anhänger auch abgesetzt haben, haben wir uns die ganze Zeit gewundert, hey, der geht ja immer weiter runter. Drückt ihr das gerade mit dem Stapler runter oder ist das das Gewicht der Maschine? Ganz, ganz abgefahrene Sache. Also, ich hoffe, dass es diese Woche noch läuft, dass ich damit endlich was zuschneiden kann. Denn in Zukunft werden auch mehr Metallprojekte kommen, zum Beispiel ein Tischgestell oder ein Bankgestell. Damit werde ich dann halt eben das Material zuschneiden. Bin extrem glücklich, dass ich sie jetzt hier habe. Und genau, das soll es für die Neuigkeiten für heute gewesen sein. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Kommentar. Ich lese immer alle Kommentare. Und yes, damit will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Neuigkeiten-Video und bis zum nächsten Projektvideo am Donnerstag auf meinem Kanal. Bye, bye.
Musik.